Ja, jetzt wollen wir einen kleinen Test machen. Das sind ausgebaute Lithiumzellen aus defekten Laptop-Akkus. Ja, ein paar sind wirklich richtig im Arsch, die haben dann vollen Durchgang, ne? Aber bei manchen kann man auch ganz schön verblüfft werden. Bei der zum Beispiel, da würde man auf den ersten Blick denken, ne? Voll im Arsch, ich habe jetzt Plus an Plus und Minus an Minus und das Messgerät zeigt Minus 0,33 Volt. Ne? Also irgendwie scheint so, dass die mal einen vollen Schlag weggekriegt hat und es ist andersrum polarisiert. Ich habe sie schon fast in der Mülltonne gehabt und habe sie dann eigentlich nur mal so aus Jux und Dallerei angeschlossen. Können wir das mal machen, ne? Also an so einen Bedini-Motor angeschlossen, ja, muss ich ja mal dazu sagen. Ja, er geht hoch, ne? Und jetzt? Ha! Scheint zu funktionieren. Steigt immer weiter. Mal schauen, ob sie ihre Spannung danach hält.